Mannschaft von Tim Knipping, der hier den Ball nach vorn spielt. Kein Abseits. Und da ist das 0:1. Ahmed Arslan. Marius Kuhl kann da nichts machen. Hier der Ball eher zufällig. Dreht sich nochmal auf Arslan. Und dann zieht er knallhart ab ins linke Eck. Da ist nichts zu halten. Arslan. Walter sehr auffällig, klärt vieles. Und jetzt ist es da, das 0:2. Ball ist drin, Treffer zählt. Dynamo führt. Hier von Knipping vorbereitet. Dann der Ball von Jonathan Meyer. Und das war dann leicht für Arslan. Der da klärt. Der ist wieder drin. Nächster Treffer, Schäffler. Immer wieder gesucht bei diesen Ecken. Das ist die Achillesferse des VfC. Ganz allein kann er da hochsteigen. Vor ihm noch gut geblockt. Das ist clever gemacht. Sehen Sie mal. Davor steht noch Knipping, der nicht hinkommt, der weggeht. Jetzt wieder Weihrauch auf Borkowski. Borkowski, drin ist er. Da steht es 0:4. In der 42. Minute. Und dann Schäffler. Schäffler, das ist perfekt gespielt. Das ist Arslan mit seinem dritten Tor heute. Hier nochmal schöner Ball von Meyer. Und der steht im Abseits, muss aufpassen. Knipping ist da und jetzt die Chance. Das ist es! Na klar, wollte er ohne Gegentor bleiben. Da stimmte die Absicherung einfach nicht. Kretzer ist ein Elfmeterschütze. Macht das perfekt eiskalt, nagelt er den in den Winkel. Erstmal nach dem Weihrauch, sehr schön durchgesteckt, Batista Meyer, kein Abseits, 1:6. Batista Meyer ist der Vater des Tores hier mit dieser Vorlage. Heinrich. Wenig Konsequenz und jetzt hat er doch sein Tor. Ein Kopfballtor von Lukas Will. Schon zuletzt Will mit Kopfballtreffern. Albert, Weihrauch legt sich den Ball zurecht. Weihrauch legt ihn sich in aller Ruhe zurecht. 2:7. Vielleicht hätte der Torwart hier einen Schritt nach rechts gehen müssen, denn er stand ja im kurzen Eck. Da geht noch was. Da geht noch was. Da ist er drin. Patrick Grantner mit der Vorlage, aber das wird eher ein Eigentor werden. Und hier nochmal Grantner und dann Achtung, da ist der Ball schon abgewehrt und dann Knipping. Der Ball, er wäre am Tor vorbeigegangen. Hier geklärt, dann Knipping.